Oh, das ist sogar gut. Da kann ich Extras. Grafik. Kunstgalerie. Cool. Die schauen wir uns jetzt noch an. Yes. Verkleinern. Hübsch. Oh, unser netter Koch. Hübsch. Oh, ach komm, man kann nicht so mal alle. Ja, dann schauen wir hier noch. Im Hotel Settling immer noch. Oh, der sieht ja süß aus. Was gibt's hier? Tumke Klein. Also ihr könnt Pause machen gerne, wenn ihr wollt. Um das um die anzuschauen. Ja, da haben wir gegen den Seemann gekämpft. Das weiß ich noch, das war schlimm, ja. Schön die Räume. Ich schau mir sowas gerne am Ende noch an. Hotel Cedric, ja, das ist wieder der Klabautomann, den ich so abgrundtief hasse. Hotel Cedric. Hey, das Bild sieht ja geil aus. Ah ja, das war der auch in der Küche da. Dann hier. Fingers. Cool. Oh, so einen hatten wir aber nicht erschienen. Boah, das sieht ja brutal aus, ganz ehrlich. Aber das wollte ich auch mal zum Spiel sagen. Ganz ehrlich, das Spiel war, also es war schon, also an manchen Stellen echt ein bisschen hart. Also ganz ehrlich, ich meine, es war jetzt nicht so brutal, aber ich meine, da waren schon immer so ein bisschen brutale Sachen hier. Die ganze Zeit in den Texten, die da standen. Also Schande oder die ganze Zeit, dass er Mörder und Töter hier war. Das fand ich schon ein bisschen hart. Also ich verstehe schon, warum das Spiel ab 12 war und auch so. Also, ich verstehe erst das Spiel ab 12 war. Ich meine, es war jetzt nicht schlimm brutal, aber manchmal waren die Geister schon ein bisschen ätzend. Und also, die Steingeister. Ich hasse sie so abgrundtief. Also ganz ehrlich, die Geister, die mich aber jetzt am meisten aufgeregt haben. Also, ich ziehe jetzt ohne Endbosse. Die Opern. Ah, die Opern. Ey, die Opern, die waren mal geil. Das waren einmal diese hässlichen Steinengel, die jetzt am Ende kommen. Ey, die waren doch einfach so abgrundtief kacke. Ganz ehrlich, die waren einfach so schlimm. Und dann haben mich noch richtig aufgeregt, auch wieder am Ende. Aber die waren auch schon davor, diese kleinen Dinger. Das Bild sieht übrigens auch geil aus. Die kleinen Krabbler, diese Initiativen da. Die haben mich auch wirklich richtig genervt. Also die krabbeln immer so hässlich am Boden und nerven sich einfach nur. Also, aber wie gesagt, es ist wirklich ein tolles Spiel. Also ich gebe euch einen Tipp, also das Spiel kostet wirklich nur noch 10 Euro. Also kauft es euch, ganz ehrlich, weil, ganz ehrlich, also wenn man Ghostbusters ist, dann muss man das Spiel einfach haben. Weil, ganz ehrlich, es ist einfach wie ein dritter Film. Also die ersten zwei Filme, also ich persönlich fand den zweiten noch etwas besser als den ersten. Obwohl der erste schon wirklich genial war. Ja, das ist Twitty, oder? Nee, es ist Aceto. Achso, das ist dieser hässliche Geister. Also, und ganz ehrlich, man hat einfach so, also Spieß, also es ist nicht monsterlang und ich meine, das hat jetzt auch nicht so einen hohen Wiederspielkeitswert. Also man kann die Schätze gerne noch suchen dann beim dann zweites Mal durchspielen. Das ist für die hübsch. Aber trotzdem, ganz ehrlich, ein Spiel muss einfach nicht 200.000 Stunden Spielspaß haben und einen Monster-Multiplayer. Und ich glaube, eigentlich hat das sogar ein Multiplayer-Spiel. Oder? Habe ich irgendwo mal gelesen? Egal, oh, das Bild sieht auch geil aus. Die Geisterwelt ist das. Aber ganz ehrlich, das muss ein Spiel nicht haben. Ein Spiel kann einfach auch nochmal eine gute Geschichte haben. Muss auch nicht revolutionäres Gameplay haben. Obwohl, also ganz ehrlich, die Proton-Packs, wie gesagt, sie haben sich nicht gut gespielt. Aber ich fand, sie haben Spaß gemacht. Also ganz ehrlich, wer von euch wollte schon immer schon mal so ein Proton-Pack haben? So, immer so cool. Und die Story, wie gesagt, sie hatte echt gute Twists. Also sie hatte jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, irgendwie so Action-Moment, also wusste ja die Kinnlade runterhauen. Aber die Story war einfach gut. Sie hatte Humor, sie war echt gut erzählt. Fand ich zumindest. Es gab viele Cutscenes, wie gesagt, die CGI-Cutscenes waren richtig geil. Bibliothek waren wir jetzt. Oh, okay, das anschauen, das mache ich noch in einem anderen. Hart. Es dauert sonst noch zu lange. Schönes Bild. Mich stört nur, dass man die nicht einfach gleich wechseln kann, die Bilder. Egal. Und also die CGI-Cutscenes, die haben mir richtig gut gefallen. Und die ganze Story wurde richtig nice erzählt. Und also der Twist, dass wirklich, dass man die ganze Zeit echt gedacht hat, Pack ist der Böse. Pack war von Anfang klar, dass er der Böse ist. Aber dass er echt nur so ein Opfer war von Shandor. Und der eigentlich Bürgermeister drin war,
das war schon interessant, das hat mich schon etwas gewundert. Und also, das Spiel, also ich hab's jetzt auf, vielleicht oder normal durchgespielt, ich weiß es echt nicht. Ja, wahrscheinlich leicht, aber vielleicht normal, egal. Also zumindest nicht auch schwer. Also es war jetzt nicht so unglaublich schwer. Die Rätsel waren manchmal ein bisschen smart, manchmal ein bisschen wirklich, so, dass man wirklich keine Ahnung... Oh. Sorry. Die Rätsel, wollte ich sagen, waren jetzt nicht wirklich so unglaublich hart. Aber sie waren immer fordernd, bis auf ein paar, die wirklich einfach so... Also wo man wirklich keine Ahnung hatte, was man machen soll. Das war ein bisschen ärgerlich immer. Oh, die schon... Ah, das war im Naturmuseum. Oh, echt, man. Echt, was... Kommt mir schon irgendwie gar nicht so lange hervor, dass wir da waren. Aber ich freue mich einfach, dass wir das Spiel durch haben. Also, mir hat es, wie gesagt, wirklich gut gefallen. Ich schaue mir jetzt hier noch die Galerien, die schaue ich mir jetzt noch durch an und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich labern soll. Zirkonspinnen habe ich schon gesagt. Was ich noch sagen wollte, irgendwie, also, ist jetzt nicht so schlimm, aber mir hat irgendwie etwas Sigourney Weaver gefehlt. Also, ich habe gerade ihren Namen vergessen, wie sie im Film heißt. War das Sigourney Weaver heute da? Hm? Ja, ihr wisst schon, Peters Freundin aus den ersten zwei Teilen, weil die dann auch so merkwürdig dann so im ersten Teil dann so merkwürdig rumfliegt und... Ach, egal, ich hoffe, ihr wisst einfach, wenn ich meine, hey, das Bild sieht ja auch eben schon. Also, und dazu, das muss ich noch sagen, die Geisterwelt hat mir richtig gut gefallen. Das ist gegen die Spinne gewesen. Okay, das war das eins, was mir an der Geist nicht gefallen hat. Aber ich fand, die war richtig geil, also da, besonders jetzt hier am Ende, wo man denkt, oh, schau doch, was ist das mit dir los, oh, bist du putzig? Und dann kommt man in die Geisterwelt und dann denkt man, ja, sieht doch komplett gleich aus und dann wie alles zerstört. Das sah schon geil aus. Ich habe mir nur ein ganz kleines bisschen noch bei Shadow gewünscht, dass der Endkampf noch... Also ich wünsche mir nicht unbedingt so einen extrem harten Endfight, aber ein bisschen länger hätte es nur sein können. Das hätte ich mir gewünscht, also... es kann auch einfach sein, dass ich das auf normal bzw. leicht gespielt habe, aber ja, bisher hätte wirklich schwerer sein können. Und für was ich mich auch entschuldigen will nochmal, sind die ganzen Cutscenes. Das ist da wirklich, also es hat im Spiel manchmal geleckt, deswegen habe ich, also ich habe nicht ohne Grund eine Monatpause gemacht. Oh, da ist die schwarze Witwe, die so ätzend gewesen. Also es hat wirklich manchmal auch in den Cutscenes besonders geleckt. Ich musste wirklich ein paar Cutscenes wirklich so 3-4 Mal aufnehmen, bevor es wirklich ging. Und das war natürlich kacke. Ah, Schandos Insel. Ah, das waren noch schöne Zeiten. Ah, das waren echt die schlimmsten Zeiten. Aber gegen Ende wurde das Spiel, also fand ich dann auch richtig hart. Auf Shadow Island gab es wirklich ein paar Kackstellen. Und ja, ich bin jetzt dann also, ich bin einmal... Bis jetzt auf dem Central Park bin ich einmal offscreen gestorben, wo ich mich umgeschaut habe mit schwarzen Schleim auf Shadow Island gelaufen. Und wer bist denn du? Egit. Und wie gesagt, also das Spiel, kauft es euch, wenn ihr Ghostbusters-Fans seid. Das Spiel kostet 10 Euro bei Steam. Es gibt es auch für PlayStation. Ich glaube auch für die Xbox und für die Wii. Hey, für die Wii? Das wäre eigentlich mal interessant, wenn man die Proton-Packs so mit den mit der Wii-Mode machen könnte. Das wäre eigentlich richtig geil. Ich habe aber keine Wii. PlayStation Forever. Ja, also gratis Steam Sale kostet nur 5 Euro. Also ich würde mal sagen, kauft es euch, ganz ehrlich. Der ist wahrscheinlich schon wieder lange vorbei, wenn ich es hochlade. Oh, das, die haben mich auch aufgeregt. Diese Kack-Kultisten, die immer so rumfliegen. Ein Ball schießt. Bäm, du warst weg. Und dann sind die Spinnkrabbe. What the fuck? 46, okay, das schaue ich mir jetzt nur so an. Du willst keine Lust, also 46 ist mir zu viel. Ja, das sind jene einzelne Zeichnungen. Verborgene Insel, ja, ach, die verborgene Insel, die war einfach so lang. Ja, also die hat mich wirklich unter... Oh, warte, ganz kurz zurück. Das war dieses hässliche Ghoul-Ding da. Und übrigens noch eine lustige Geschichte, bei Schwarze Witwe, das habe ich ja geschafft. Dann habe ich die Schwarze Witwe, musste ich nochmal machen, weil, mir die, weil ich halt nicht gespeichert, also weil da kein Speicherpunkt war danach nach der Cutscene und ich da ausgemacht habe. Und das Coole war dann, dass ich nochmal gegen Schwarze Witwe kämpfen musste. Das glaube ich, habe ich gar nicht gesagt. Oh, und der Kampf da, ich meine, da bin ich, zwar nicht down gegangen, aber, also, die Vision ist nicht fehlgeschlagen, aber ich bin ein paar Mal, richtig umgekippt. Wer bist denn du, Süßes? Oh, aber der Friedhof, also ganz ehrlich, das Spiel hat mir auch ein bisschen gut gefallen. Ich fand es richtig gut, dass hier wirklich so Survival... Oh, das ist mein Herzfall. Hier ist nicht Gräber. Dass da wirklich viel Survival-Horror-Flair war.
Also die Level, besonders hier auf dem Friedhof und auf Shadow Island waren, oder auch natürlich gegen die Spinne, also dass da wirklich so Survival-Horror-mäßig das gemacht worden ist alles. Das fand ich echt gut. Ja, wenn ihr es anschauen wollt, tut das Bild anhalten. Also, ich bin ja Ghostbusters-Fan, aber ich muss mir auch nicht jede einzelne Textur anschauen, die es im Spiegel gibt. Und verschiedenes noch anschauen. Anschluss waren uns, ja, natürlich gleich durch. Das sind wahrscheinlich die ganzen Geister. So, schnell durch nochmal. Aber trotzdem, also egal auch was ich jetzt alles über das Spiel, also Schlechtes gesagt habe, das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Vom Spiel. What the hell, was ist das für schöne Bilder? Hat es mir besonders wegen dem Humor gefallen. Also durch die Synchronsprecher ist der Humor wirklich super rübergekommen. Besonders Ray und ihn haben mir gut gefallen. Peter fand ich, wie gesagt, etwas schwach. Ich fand ihn vom Humor auch gut. Also das Ende hat mir gut gefallen mit dem Slimer da. Wo er die Dr. Lister nochmal voll geschleimt hat. Und das Slimer ist. Na, wo? Slimer ist eigentlich langweilig. Ich mag Slimer nicht. Ich weiß nicht. Also eigentlich ist der Slimer ganz lustig manchmal, wenn er Peter vollschlagt, aber sonst mag ich ihn nicht. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein super Spiel. Ihr solltet es euch auch wirklich mal. Solltet ihr wirklich mal. Ah, hier kommen wir die. Solltet ihr euch mal anschauen. Das sind die ganzen CGI-Cutscenes. Von ich Greta. Von denen gibt es leider hier nur 11 Stück am Spiel. Ich will mir eigentlich noch was ändern schon. Das sind die richtig geilen. Das habe ich ja gesagt. Die finde ich richtig geil. Die normalen Cutscenes haben mich manchmal etwas enttäuscht. Und was ich aber noch zeigen will, Karriere, die haben wir jetzt durch. Neue Stadt Mission. Können wir hier sehen, wie viele Artefakte gesammelt haben. Das schaue ich noch an und da war es. Zwar haben wir nicht gesehen, aber das Geisterscan. Mein Geisterscan haben wir nicht gemacht. So, kacke. Hier alle Geisterscans, zwei Artefakte nicht gefunden. Hier alle Artefakte und zwei Geisterscans. Hä? So viele Geister habe ich nicht gesehen. Alle Artefakte. Oh, wir waren eine richtig gute Artefakte, ja. Drücke und Natalia, ein Geister nicht und ein Artefakt nicht. Hier ein Artefakt nicht, aber dafür alle Geisterscans. Im Central Park, alle Artefakte und zwei Geisterscans haben wir nicht. Ja, kann man nichts machen. Vielleicht will ich es offscreen. Also ich werde es wahrscheinlich nochmal durchspielen. Einfach so dann für mich und vielleicht zeige ich es dann nochmal. Also wie gesagt, mir hat das Projekt super viel Spaß gemacht. Das ist jetzt mein zweites beendetes Projekt nach Splinter Cell. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Und wie gesagt, if it's something strange and you don't know who you're gonna call, Ghostbusters! Ciao, euer MC Muffix. Bis zum nächsten Projekt. Bye-bye.